Alter, ist die Krähe da frech. Ja, Grammettel, ihr lieben Kasper und Mullen, und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingskritiker im schwarzen Federkleid. Ihr seid hier gelandet bei der Schanzenkrähe. Oder ist sie vielleicht gerade bei euch gelandet? Zwinker. Ja, meine Lieben, meine Videos hängen mal wieder in der manuellen Überprüfung fest. Ich habe da gerade wieder einen toten Vogel in der Tasche. Ich weiß auch nicht, wo das mal wieder herkommt, aber scheinbar gefällt YouTube das nicht so ganz, was ich euch da zumindest versuche hochzuladen. Deswegen, ich habe da jetzt zwei Videos, glaube ich, in der Überprüfung drinne. Und vorher kann ich euch die natürlich nicht nausmetteln. YouTube soll mal ihren verdammten Job machen. Und mit diesen Worten möchte ich euch auch schon gleich eröffnen, was wir heute machen. Und zwar, wir schauen uns nämlich eine Stream-Zusammenfassung an. Natürlich vom guten Rendern hochladen vom 23.08.2019. Und ich kann schon mal spoilern, es gehört zu einer kleinen anderen Videoreihe, die seit letztem Jahr eigentlich schon beendet ist hier auf diesem Kanal. Und zwar um das Cola-Bärchen. Aber mehr möchte ich jetzt hier noch nicht spoilern. Das werden wir uns gleich angucken. Doch zuvor natürlich der obligatorische Aufruf. Ich weiß, ihr könnt's nicht mehr hören, ich kann's auch nicht mehr reden, aber wir machen es trotzdem. Und zwar, dem Algorithmus zuliebe würde ich euch darum bitten, auf dem Kanal ein bisschen Radau zu machen. Das heißt, schreibt mir gerne einen Kommentar, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und solltet ihr das noch nicht getan haben, könnt ihr meinen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren. Dann verpasst ihr erstens keine Videos mehr von mir. Es sollte euch dann zumindest von YouTube gesagt werden. Und zweitens zeigt ihr mir damit, dass ihr mich unterstützt, beziehungsweise dass ihr auch meine Videos, mein Content und was auch immer, dass ihr das geil findet. So, Werbung beendet, ne? Würde ich sagen, gehen wir schnell rein ins Video. Da würde ich sagen, Feuer frei und Film ab. Fühl dich gegrüßt, wer auch immer du bist. Ich höre dich, ja, du Spack, ich hab Musik an. Wenn dann hochladen. You cannot my stream in your stream. Nee, das. Ach, wie schön. Wie schön. Es ist doch echt ein sehr schönes Gefühl, dieses Intro zu hören. Und ich könnte jetzt hier noch eine Stunde sitzen und einfach nur dieses Intro mir anhören. Deswegen machen wir es einfach nochmal. Ich weiß, ihr wollt's auch. Ist auf jeden Fall spannender, als dem Wingel da zuzuhören. Fühl dich gegrüßt, wer auch immer du bist. Ich höre dich, ja, du Spack, ich hab Musik an. Wenn dann hochladen. You cannot my stream in your stream. Nee, das erzähle ich euch, wenn ein paar mehr da sind. Ich erkläre dir das mal in Ruhe. Ich habe jetzt gerade Zeit, ich streame jetzt. Ach so. Ich habe dich ja weggeräumt gehabt. Hatte ich ja weggeräumt, weil ich aufgeräumt habe vorhin. Alter, er steht auf und setzt sich wieder hin, steht dann wieder auf. Ach, meine Güte, ey. Hätte er sich das nicht vorher zurechtlegen können? Aber man beachte mal seinen Umfang zu dieser Zeit. Ich will mal so sagen, ne? Das ist jetzt fast 4 Jahre her. Das ist schon mächtig gewaltig. Ich schwöre, wenn ich das nicht so will, dann. Aber hier kommt übrigens noch ein Video auf meinem Hauptkanal. Das werde ich jetzt mal kurz erzählen. Aber hier kommt übrigens noch ein Video auf dem Hauptkanal. Spezifisch eine Aktion, die jetzt vor 20 Minuten war, ungefähr. Ich glaube, das Video, das haben wir uns auch in den Cola-Bärchen-Leaks angeguckt im letzten Part. Da habe ich das, glaube ich, auch noch mitverarbeitet. Deswegen, falls es euch interessiert, ne, checkt das Video ab. Ich habe euch dazu sogar eine Playlist gemacht, gütig wie ich bin. Ich habe gewaschene Haare. Sieht man daran, dass sie nicht so wuschelig sind wie sonst. Nee, Rainer, man sieht es tatsächlich nicht, aber das wäre dann das erste Mal, dass deine Haare in deinem gesamten Leben mal gewaschen waren. Und wenn es auch nur mit Cola gewesen wäre, ne? Aber ist ja egal. Ergebnis bleibt das gleiche.
Moment noch nass. Deswegen sind die so, sind sie immer so schwer, wenn sie nass sind. Ja, und da waren ein paar Hater bei mir, nicht bei mir, sondern ich habe mich mit einer Person treffen wollen heute, mit meiner neuen Freundin. Und die hat dann zwei Idioten im Schlepptau gehabt. Und mit diesen Idioten ist sie hergegangen und hat wieder mal eine total kindische Aktion abgezogen, wie ich finde. Na Rainer, sie hat dich halt paniert, beziehungsweise panieren lassen mit Cola und Mehl. Aber ich dachte, es war nicht deine Freundin. Ich dachte, ihr wart erst eine offene Beziehung, dann gar keine Beziehung, dann wieder eine Beziehung, dann keine und ach, ich hab da am Ende auch schon nicht mehr durchgesehen. Also, wie sollte ich das jetzt noch überhaupt wieder auf die Kette kriegen? Für einen Erwachsenen ist es definitiv das unterste Niveau, das man sich begeben kann, wenn man ein verantwortungsbewusster Erwachsener sein will. Und zwar... Ja, Rainer, weil du auch immer so erwachsen bist, ne? Wir alle kennen's. Aber ich habe jetzt gerade, ich hatte mal kurz geschnitten, ne? Weil Schnibbeltool funktioniert ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, zu diesem Zeitpunkt waren sie nicht zusammen. Zumindest nicht, was die Absprache zwischen denen war. Da hieß es, wenn wir uns sehen, werden wir wissen, wie das zwischen uns ist. Ne? Also erstmal treffen und dann gucken, was wir sind. Aber Rainer spricht jetzt hier schon wieder von seiner Freundin. Passt irgendwas nicht. Da sieht man halt auch mal wieder, Rainer ist nur am Lügen, sobald er den Mund aufmacht. Haben die mich jetzt in eine Falle gelockt, bei der ich mir allerdings vorab schon gedacht habe, dass es eine Falle ist? Ja, warum gehst du da rein, Rainer? Wenn du schon weißt, das ist eine Falle, warum gehst du drauf ein? Das check ich nicht. Also, wenn man hinter dieser Logik, er geht ja davon aus, wenn er 100 Frauen irgendwie mit 100 Frauen schreibt und ihn 99% oder wenn ihn davon 99 verarschen, dass da eine von es ernst meinen muss. Da kann man eventuell eine gewisse, ja, eine Logik will ich es nicht nennen, aber man kann diesen Gedanken zumindest irgendwie verstehen, dass es dann halt trotzdem weiter versucht, auch wenn es halt total dumm ist, ne? Das ist wieder die andere Sache. Aber wenn er doch weiß, dass er da gleich in eine Falle läuft und nicht weiß, was die da machen, die hätten sonst was mit ihm machen können. Am Ende war es halt nur Cola und Mehl. Aber wenn er das doch weiß, dass das eine Falle ist, warum geht er drauf ein? Wenn er es wüsste, dann würde er doch zumindest versuchen, es zu verhindern. Wir alle kennen Rainer, das würde halt nicht funktionieren, aber er würde es zumindest versuchen, hat er aber nicht. Er stand da wie so ein, ja, Fels in der Brandung ist der falsche Ausdruck, aber ja, wie so ein Klops im Walde stand er da und hat sich dann einfach panieren lassen. Man sieht, ich bin jetzt rasiert. Und ich hatte mich mit ihr abgemacht, dass ich mich eben nicht rasiere, aber ich erkläre das alles in meinem Video nochmal genauer. Ich hatte mir aber... Nee, Rainer, mit ihr war dieser 80er-Jahre-Pornoschnauzer abgesprochen. Das hattest du ihr geschickt und da hat sie dir dann noch so vorgespielt, das ist ja richtig heiß, wenn du sowas trägst. Und da bist du auch auf diesen Trichter gekommen, weil danach hast du den tatsächlich auch stehen lassen. Ich habe schon gedacht, dass es irgendwas in die Richtung ist. Ich wusste es nicht, definitiv nicht, aber ich habe es mir schon gedacht. Dass es irgend sowas in die Richtung ist. Und zwar spätestens seit dem Metaluna. Ich weiß nicht, wann das Metaluna ist. Das könnt ihr im Internet nachgoogeln, wann Metaluna ungefähr ist. Spätestens seitdem wusste ich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich hatte es mir vorher schon gedacht. Aber da ich ein Mensch bin, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich mir gedacht. Ich glaube tatsächlich, dass Metaluna, das war, glaube ich, das Festival, auf das sie dann gegangen ist, kurz bevor die sich getroffen haben. Wo dann halt auch dieses Theater war mit so, ja, ich schreibe dir dann am Montag wieder, ich will mich jetzt aufs Festival konzentrieren. Dann hat Rainer sie zugespammt, war dann am Ende angepisst. Und ja, Ende vom Lied war dann halt, sie war auch angepisst. Und ich glaube, da wurde sie dann ja auch geleakt oder so in Anführungszeichen geleakt. Oder war das beim anderen Fest? Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, ob das da war. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Schauen wir einfach mal. Ich erkläre das da nochmal alles genauer, aber es lief letzten Endes darauf hinaus, dass die... Weißt du was? Geh mal her hier. Wenn das die ganze Zeit nach links fällt, dann stellen das doch einfach links hin. So. Und jetzt fällt es natürlich nach rechts. Das war klar. Ja, Zigarettenschachtel ist ein Hater, Rainer. Ja, es lief auf jeden Fall darauf hinaus. Es war so abgemacht, dass ich mich mit ihr treffe. Sie wollte eigentlich zum Bahnhof nach dem Skirchen kommen. Da wollten wir uns dann haben wir uns verabredet. Da wollte ich sie dann abholen und so.
Und das lief darauf hinaus, dass ich zwei Idioten dabei hatte. Ich bin dann woanders hingefahren, um sie zu holen, weil sie dann angeblich früher ausgestiegen ist, weil ja angeblich solche Hater hinterher waren, bla 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 bla. Genau. Und bei dieser Aktion ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit. Dabei ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit Cola und. Ich vermute, das war Backpulver. Cola Spezi oder sowas. Und Backpulver besprüht haben oder bespritzt haben mit so Eimern. Hatten sie dabei. Rainer, es war Mehl. Und ich habe mich gerade schon wieder verdrückt hier. Ach Gott. Alles verwirrend. Angeblich ist es von ihr jetzt so gewesen, dass sie nichts davon wusste, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die mitten in der Pampa, das ist nämlich ein Kaff, das mitten im Nichts liegt, dass es eine Aktion ist, die ungeplant ist, ganz im Ernst, sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls, wollte ich das nur kurz mal anmerken. Dazu kommt dann nochmal ein genaueres Erklärungsvideo und eine Aussage, dass das wahrscheinlich bald kommen wird, dass die, was? Ja. Kurz gelesen. Jedenfalls ist es eine echt idiotische Aussage und ganz idiotische Aktion, sowas zu bringen. Und ich persönlich habe mich nicht aufgeregt oder so. Ich habe gesehen, also da war so ein Busch und so, ich habe gesehen, dass hinter ihr zwei Typen herrennen. Und ich habe mir dann so gedacht, die Frage ist jetzt halt, was ich mir gedacht habe. Ja, Rainer, du hast dir gar nichts gedacht. Ich kann mich an das Video noch gut erinnern. Es war zwar nicht viel zu erkennen, aber es war zu erkennen, dass du einen kleinen Mund hattest. Weil du ab dem Moment nämlich realisiert hast, dass es halt nicht so wird, wie du es dir erhofft hast, ne, dass du eben nicht dein Cola-Bärchen mit zu dir nach Hause nehmen kannst, sondern dass du halt mal wieder vor den Hatern aufs Kreuz gelegt wurdest. Und dann war dein Gehirn halt nicht so schnell im Rendern. Ich meine, gut, war es noch nie, aber gerade dann, wenn es mal wichtig gewesen wäre, war es nicht so schnell am Rendern, dass du die Gefahr halt nicht erkannt hast. Und deswegen bist du dann halt einfach so stehen geblieben, weil ich sag mal so, die nächste Folie in deinem Gehirn, die musste erstmal geladen werden. Da musste erstmal wieder tausende Ordner geöffnet werden und die Datei musste gesucht werden. Und dann war es natürlich schon zu spät. Und im Nachhinein hat er natürlich behauptet, dass er da bewusst stehen geblieben ist, ne? Aber ne, wer es glaubt. Ich hab dann so gedacht, nö, ne? Kann nicht sein. Und ich habe mir dann gedacht, hau ich ab. Hab dann so, bin über so eine Brücke gekommen, hab so über meine Schulter gedacht, hau ich jetzt ab, bevor die mich erwischen. Oder, weil die wären ja angeblich schneller gewesen, das bezweifle ich allerdings. Rainer, alles ist schneller als du und dein einziger Fluchtweg war halt über diese Brücke. Und dein Gewicht, das erstmal auf so eine Brücke hochzukriegen, da wär's schon gescheitert. Hättest du auf der Brücke gestanden und du hättest halt, ne, Weg nach unten, da hättest du schneller sein können. Das gebe ich dir, weil wegen Masse und Erdanziehung, ne? Sei es drum. Du wärst an diesem Berg verreckt und dann wärst du nass und außer Atem gewesen. Beziehungsweise du wärst paniert und außer Atem gewesen. Wäre halt auch nicht so geil gewesen. Weil in dem Fall hatte ich meinen Vorteil, aber... Du hattest überhaupt keinen Vorteil, Reini. Ganz ehrlich... Wenn du mal rennst, dann ist das kein Rennen, sondern dann ist es ein Rollen. Dann bist du nämlich hingefallen und rollst einen Berg runter. Ich habe dann überlegt, hau ich ab oder warte ich drauf, dass sie kommen. Ich habe mich dann so hingestellt und habe es wie ein Mann ertragen. Ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geflucht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich wie ein echter Mann hingestellt und habe mich den Typen gestellt. Weil die Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder im Rudi A4 oder spätestens in der von Rainers Leibstandarte aus der PI-NEA fest bewachten Schanze ging richtig das Brüllheulen los erstmal, bevor er sich jetzt hier in den Stream setzt und dann sagt so, ja, ich war ja hier voll Badass. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen und ich würde es so feiern, wenn es davon irgendwelche Aufnahmen gäbe. Es wäre so göttlich. Das wäre wirklich was, da würde ich bezahlen für, um das zu sehen. Leute ja immer behaupten, ich sei so ein großer Feigling, weil ich mich da immer nicht zeige, wenn die so eine Aktion abziehen. Oder Rainer, du bist ein Feigling. Das fängt schon da an. Demon hatte es jetzt in seiner neuen Podcast oder so Reihe, hat es ja auch noch einmal erwähnt. Ein Fakt, den wir halt auch schon seit Jahren predigen, gut, in meinem Fall jetzt nicht, ne, aber
der generell so in der Hater-Szene seit Jahren schon bekannt ist. Sobald die Besucher vor deinem Tor, sobald die wirklich mal ein bisschen auf Krawall gebürstet sind und halt auch in Kauf nehmen, dass du rauskommst und dass du dich dann mit denen halt wirklich am Hauen bist, da bleibst du drinne. Wenn die Steine werfen, wenn die Farbbomben werfen oder so, wenn die am Tor rumrütteln, auch wenn sie in der größeren Gruppe sind, dann bleibst du im Haus. Du schreist vielleicht mal ein bisschen rum, aber mehr machst du nicht. Sobald aber eine kleine Gruppe da ist oder zum Beispiel Leute, die kleiner sind als du, sobald du dir irgendwelche Chancen ausrechnest, dann kommst du raus. Und das ist feige, Reini, weil du suchst dir nur schwächere Gegner. Da gab es auch ein Besuchsvideo, ich find's leider nicht mehr, aber da stand jemand, der Reiner wirklich hätte gefährlich werden können, der stand da so hinter der Bulldog-Halle, so dass man ihn halt nicht gesehen hat. Oder dass Reiner ihn zumindest von seiner Bastion da oben aus nicht hätte sehen können. Stand da schön im toten Winkel. Und Reiner hat halt nur gesehen, dass da so ein paar, etwas kleinere und etwas schmächtigere Personen bei ihm vor der Schanze waren. Dann kam Reiner natürlich raus, ne, und hat angefangen zu pöbeln. Und dann kam diese Person, ne, diese etwas breiter gebaute Person, kam dann aus dem toten Winkel hinter der Bulldog-Halle hervor und man hat richtig gesehen, wie Reiner der Bolzen in die Hose geschossen ist. Da hat er aber ganz schnell kehrt gemacht und ist rein in die Schanze und hat erstmal Herr Müller angerufen. So einer bist du, Reini. Oder wenn die vor meiner Haustür stehen, dann ist ja immer der Zaun zwischen uns. Ja, die sind auf mich losgegangen, haben das mit drüber gesprüht, haben mich drüber gehauen mit dem Zeug, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Haben das drüber gehaut über mich, ich bin dann stehen geblieben und die sind dann in die andere Richtung abgehauen, weil sie wieder zu feige waren, sich wie ein echter Mann mit mir zu prügeln. Wenn sie so eine Aktion schon abziehen, hätten sie eigentlich eine gewaltige Ohrfeige verdient, dass sie in den nächsten 30 Jahren noch dran denken. Oder. Na, Reini, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wenn die wirklich so drauf gewesen wären, dass sie sich wirklich mit dir hätten prügeln wollen, dann hätten sie dich in dem Moment angegriffen, wo du noch, ich sag mal in Anführungszeichen, benommen von dieser Panade bist. Dann hätten sie dich da schon angegriffen. Du hättest keine Chance gehabt, dich zu wehren. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Und wir wissen, wie du kämpfst. Das wäre nicht gut ausgegangen. Zumindest nicht für dich. Es wäre nicht gut für dich ausgegangen. Du hättest wieder einmal eine kassiert und würdest jetzt deine Kriegsverletzungen in den Stream halten und sagen, ja, die bösen Hater haben wieder das und das gemacht. Am besten gleiche Gesichtsumformatierung. Aber dann sind sie natürlich nicht mehr Manns genug, sich zu stellen wie echte Männer, sondern rennen feige davon. Natürlich auch schön maskiert, wie die kleinen Kinder, die sie nun mal sind. Also ich persönlich muss sagen, totaler Kindergarten, lässt mich komplett kalt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich schon damit gerechnet habe, vermutlich das Ganze läuft... Nee, Reiner, du hast einen ziemlich kleinen Mund. Ich glaube, so egal ist dir das gar nicht. Weil ich glaube schon, dass dir so ein bisschen was an Cola-Bärchen gelegen hat. Oder liege ich da falsch? Übrigens, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das habe ich auch in meinem Video gesagt, das Ganze war geplant seit Mai, das muss seit Anfang Mai gewesen sein, also die haben seit Mai, also Anfang Mai ungefähr habe ich mich mit ihr schon verabredet gehabt, zwar nicht für genau den Tag, aber seit Anfang Mai hatten wir halt schon geschrieben und so, also über 3 Monate, ja, oder fast über 3 Monate. Ja. Wir haben uns das angeguckt, also ne, falls ihr es noch nicht bei mir gesehen habt, ne, dann ihr habt da eine Playlist. Wenn ich es hinkriege, werde ich euch das jetzt hier an dieser Stelle nochmal einfügen, so als so kleinen Infopunkt oben. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob ich da technisch versiert genug für bin, dass ich das hinkriege. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, aber da gelangt ihr dann mal zur Playlist, wo wir uns halt wirklich die gesamten Cola-Bärchen-Leaks geben. Das nimmt ein paar Stunden in Anspruch, ja, aber ich finde, es ist es doch wert. Ich finde, es ist doch was Schönes draus geworden. Haben wir schon geschrieben und haben das schon gemacht und getun und getan. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der größte Witz von allen. Ich war zu Hause, das erste, was ich gemacht habe, ist mich duschen, meine dreckigen Klamotten in die Waschmaschine zu schmeißen. Oder davor, in dem Fall, weil die ist noch nicht voll. Und jetzt kommen die Pointe. Ja, Reini, du hättest die Klamotten zum Beispiel auch schon in die Waschmaschine schmeißen können. Jetzt gammeln sie vor der Waschmaschine rum und weil ja auch in Cola so ist, ja auch
Zucker drin und sowas, ne, das ist ja dann, das backt sich da das Schild fest und das ist dann auch natürlich wieder guter Nährboden für irgendwelche Bakterien oder irgendwelchen Schimmel. Ich nehme mir mein Handy. Sekunde. Handy mit Ä. Ich nehme mir mein Handy in die Hand, schau drauf, sie hat mich geblockt, war klar. Dann wähle ich ihre Nummer und rufe sie an. Jetzt geht die Mailbox hin. An und für sich nicht sonderlich schlimm. Aber wenn man so bescheuert ist, nach so einer Aktion auch noch auf seiner Mailbox seinen echten Vor- und Nachnamen anzugeben. Ja, war vielleicht halt nicht so ganz intelligent, sag ich mal, ne? Aber mein Gott, jetzt hast du ihren Vor- und Nachnamen. Ich meine, es gibt auch in meinem Fall gibt's gefühlt noch 1000 andere Leute, die genauso heißen wie ich. Bestimmt. Damit kommst du auch erstmal nicht weiter. Weil das Einwohnermeldeamt oder so, das wird dir keine Auskunft geben, wenn du da sagst, ja, ich habe jetzt hier jetzt den Namen, die haben mich böse verarscht und so, und ich brauche mal ihre Adresse. Da werden die dir auch einen Vogel zeigen, Reini. Au. Und die Leute behaupten, ich bin dumm. Wenn ich schon, ohne Scheiß, wenn die sowas machen und ich soll dumm sein, Alter, was sind dann die? Alter, ohne Witz und Verstand. Ich werde demnächst mal zur Polizei gehen und werde sie anzeigen. Ich habe mir alles schon in meinem Büchchen notiert. Hier. Ja, Reini, weswegen willst du sie denn anzeigen? Wen du anzeigen könntest, das wären die, die dich halt da beworfen haben. Die könntest du halt wegen tätlicher Beleidigung oder so irgend sowas anzeigen. Bin ich mir jetzt tatsächlich auch gerade ein bisschen zu faul zu, um das jetzt mal nachzurecherchieren. Aber in sowas könnte, in die Richtung könnte das halt gehen. Körperverletzung ist es noch nicht, auf keinen Fall. Aber weswegen würdest du sie denn anzeigen können? Denn soweit mir bekannt ist, hat sie ja nur mit dir geschrieben und ist an dir vorbeigelaufen. Gebrochenes Herz ist Edzardler noch kein Straftatbestand. Hier. Der Name? Ach, Reiner, halt doch die Klappe. Ganz ehrlich. P ist der Vorname, W ist der Nachname, also ne, der Anfangsbuchstabe, da kann die Person jetzt ein bisschen zittern. Ich habe ja auch auf die Mailbox noch gesprochen. Ihre Handynummer habe ich hier, ihr Pseudonym habe ich hier. Und ja, wenn das mal keine Prepaid-Karte war oder so, ne, Reini? Würde ja auch gehen, dass man sich eine Prepaid-Karte holt, dann da eine Nummer hat, mit der Nummer dann dem Reini schreibt. Und dann, nachdem die Sache gelaufen ist, wird die Karte halt entsorgt. Fertig. Verschiedene andere Seiten oder Profile, von denen ich weiß, habe ich ebenfalls hier. Vielleicht habe ich sogar noch das Glück, dass ich ihr Passwort? Wie Passwort? Steht da irgendwo Passwort drauf oder was? Das ist kein Passwortbüchchen. Das ist einfach nur ein Telefonbuch. Und da steht die unter anderem drinnen. Richtig? Lächerlich. Ja, und ich habe, wie gesagt, ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt auch gerade fertig, sehe ich gerade. Reini, also ich kann dir den Zahn schon mal ziehen. Meines Wissens nach ist da nie irgendwas Strafrechtliches in Gang gekommen, selbst wenn du sie angezeigt hättest. Also das Ganze ist halt auch wieder im Sande verlaufen. Werde ich jetzt direkt hochladen. Instant. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich total emotionslos auf das Ganze reagiere. Weil es Reini, du hast einen kleinen Mund. Mehr Emotionen als aus einem kleinen Mund kann man bei dir tatsächlich nicht lesen, weil das sind die einzigen Emotionen, die du eigentlich nur noch hast. Du bist entweder neutral drauf oder hast halt einen kleinen Mund. Oder halt der komplette Meltdown, ne? Aber das ist dann halt so, ich sag mal, Steigerung von kleinem Mund. Aber in die andere Richtung geht's ja bei dir schon gar nicht mehr. Was einfach total lächerlich ist, ich bin 30, ja, ich bin 30, ich bin ein erwachsener Mann, ich behaupte vernünftig, wenn ich die Chance dazu habe, vernünftig zu sein. Und so eine. Reini, du hast jeden Tag die Chance, vernünftig zu sein und bist es nicht. Also. Warum bist du nicht vernünftig, Reini? Du sagst hier, du könntest es sein. Warum bist du es nicht? Die Aktion finde ich nicht nur unter aller Sau, sondern das finde ich einfach nur absolut lächerlich, kindisches Verhalten. Das ist ein ziemlich langer Titel dieses Mal. Es wird als Vlog hochgeladen, das heißt, es wird in der Vlogliste landen. Ja, Reiner, es war aber kein Vlog. Du hast dich da hingesetzt und hast wieder irgendwas gelabert. Nichts anderes war das. So, es lädt jetzt hoch, während ich am Streamen bin, aber das ist ja mit der guten Internetleitung mittlerweile nicht mehr das Problem. Ja, mit der guten Gasfaser, ne? Hätte man die auch mal durchschneiden sollen, verdammt. Ja, und es ist halt eine total lächerliche Aktion und ich finde es halt total kindisch und
Ich weiß nicht, was noch alles. Also ich persönlich muss echt sagen, wenn ich dumm bin, was ist dann so eine Aktion? Also ganz ehrlich, das ist ja, dafür gibt es ja schon gar kein Wort mehr. Dafür müsste man schon ein neues Wort erfinden. Ja, Rainer, für dich hat man ein neues Wort erfunden, Winkleresk. Das beschreibt eigentlich alles so die winklerische Logik so ein bisschen. Also diese dumme Logik. Für dich wurde tatsächlich schon ein neues Wort erfunden. Jetzt mal von Woggeln oder so abgesehen, ne? Aber dafür wurde ja ein Wort erfunden. Ah ja, und die Musik zeigt auch, dass ich das lächerlich finde. Ein Vorteil hat das Ganze. Sie ist angeblich Nichtraucherin, das heißt, ich kann auch mir jetzt Kippen machen und auch rauchen. Und Bier habe ich auch da. Sekt habe ich da. Hast Ach, Reini, du mit dieser Scheißmusik, ganz ehrlich. Was soll denn der Mist, ey, ganz ehrlich. Jetzt muss ich hier schon wieder an meinem Ton rumspielen, weil ansonsten wäre er zu leise. Verdammte Axt nochmal. Also alles wunderschönes Wochenende. Bisschen ärgerlich, weil ich jetzt manche Sachen gekauft habe, die ich normalerweise nicht esse, aber gehört eben. Also hatte die Aktion schon mal Erfolg. Reiner hat wieder Geld verbrannt. Alles dazu. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Und wer mich für dumm hält, weil ich immer noch an Hoffnung glaube, der hat eben keine Ahnung davon, dass es einmal schon geklappt hat und nicht in die Hose gegangen ist. Weil ich habe ja schon mal mit einer Person getroffen und die Hater glauben bis heute noch nicht dran. Weil ich bin ja 30 ungefickt. Entschuldigung für den Ausdruck, hat auf Juno noch nichts verloren. Ich bin ja 30 Jahre Jungfrau. Ja, und jetzt hier wieder Kinderdisco. Also das, ne? Der Zauberer, das stimmt tatsächlich, dass er das nicht ist. Also er hatte davor tatsächlich mal eine. Ja, aber, ne? Das war eine Aktion für sich, sag ich mal. Da waren zum Beispiel auch solche Aktionen mit solchen Fackeln. Solche Gasfackeln waren das, glaube ich, die man sich halt draußen in den Garten stellt. Wo sie dann gesagt hat, ja, das hätte ich schon gerne. Und Rainer hat gesagt, ja, pass auf, kaufe ich dir und schenke ich dir dann. Da hat Rainer das gekauft und dann hat er selber gemerkt, ja, das ist ja eigentlich ganz geil, die behalte ich mal. Und eine davon hat er, glaube ich, noch an Marion verschenkt. Ich glaube sogar zum Geburtstag. Ja, und die Fackeln waren dann halt weg. So einer ist Rainer. Oder er hat das ja eigentlich dafür seine Freundin gekauft. Tja, nur weil ihr was nicht wisst, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Mal abgesehen davon wisst ihr ziemlich viel nicht. Muss ich nur mal schauen, wegen der Anzeige, wie ich das mache. Anzeige ist raus. Ich glaube übrigens, das ist mein ganz fester Glaube tatsächlich, dass die mit dieser Aktion so eine Erdbärchenaktion abziehen wollten. Weil wie gesagt, es geht seit Mai, wo ich Ich muss sagen, das war Erdbärchen nur in besser. mit ihr Kontakt habe. Und ich gehe davon aus, dass die in dieser Zeit deswegen so lange den Kontakt gehalten haben oder versucht haben, ihn zu halten, weil ich davon ausgehe, dass die gemeint haben, dass mich das Ganze emotional fertig macht. Rainer, falls du es nicht gemerkt hast, du hast ein riesiges Loch in deinem T-Shirt, ja. Ne, also das kann eigentlich auch in Müll. Weil die glauben, dass ich mich in sie verknallt habe. Ja, Rainer, hast du auch. Du warst eifersüchtig hoch 20. Ich erinnere mich da an zum Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben. Dieses Festival, wo sie gesagt hat, ja, bis Montag, ne? Und da hat Rainer auch einen richtigen Film geschoben, weil er halt dachte, dass sie halt auf dem Festival irgendwas mit jemandem haben wird, ne? Und er halt mutterseelenalleine in der Schanze ist und halt nichts dagegen tun kann. Da hat man konnte förmlich aus den Nachrichten herauslesen, wie klein der Mund war. Der war fast schon gar nicht mehr vorhanden. Ich mochte sie so. Und das war halt nur eine von vielen Aktionen. Es gab halt auch sehr viel, wo Rainer halt wirklich richtig eifersüchtig war. Und das war er, glaube ich, halt auch nicht ohne Grund. Zumindest für ihn nicht ohne Grund. Aber, ne, ist ja. Ach, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie sie sich mir gezeigt hat, so wie sie sich mir entgegengestellt hat, wie ich sie kannte oder kennengelernt habe, aber in sie verliebt. Ich habe längst gelernt, meine Gefühle so weit unter Kontrolle zu halten, dass ich mich erst in jemanden verliebe, wenn ich die Person real treffe. Ach Rainer, deswegen hast du immer bei ihr angefangen. Ach bitte, 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 lass uns doch zusammen sein. Ich bin doch der arme Reini, ich werde seit Jahren gemobbt von den bösen Hatern und ich wäre doch so gerne mit dir zusammen. Können wir das jetzt nicht sein? Und dann hat Cola-Bärchen gesagt, ja, ich würde gerne erst mit dir
da irgendwie so drüber reden, wenn wir uns real getroffen haben und so. Und dann du, ach nee, das ist dann doch doof, also dann will ich dich ja gar nicht mehr. So ging das Ganze über mehrere Stunden. Deswegen, das war gerade eigentlich ihre Sicht, die Rainer uns da wiedergegeben hat. Also wenn man sich die Leaks anguckt, merkt man, dass das auch wieder nicht der Wahrheit entspricht. Eine meiner Meinung nach sehr vernünftige Einstellung. Auf meine guten Zuschauer, die keine Scheiße bauen. Ach so, ich habe meinen Aschenbecher weggestellt, komm. Ja, Rainer, ist auch egal, du puffst doch eh nur. Du rauchst doch sowieso nicht auf Lunge, weil tut ja im Hals dann weh, ne? Das zählt als Bumsti, sag ich jetzt mal offiziell. Also wer Bingo spielt, ne, Kreuzchen bei Bumsti machen. Was ich heute Abend zum Essen mache. Blöd ist bloß, dass ich jetzt einen Weißwein zu Hause habe und den Weißwein gar nicht trinke. Ach so, übrigens. Ah, zu viel Nebel. So könnte es gerne bleiben, Rainer. Ich sehe dich nämlich nicht mehr richtig und das gefällt mir doch schon. Also da kann ich tatsächlich auch mal wieder auf den Bildschirm gucken. Ich will übrigens mit der Barrenkiste mal was ausprobieren. Ich will ausprobieren, ob die über Nacht, also wenn wir die jetzt heute nicht öffnen, ob die sich bis morgen gefüllt bleibt oder ob wir die erst morgen füllen können. Weil sonst mache ich die nur einmal in der Woche oder so auf, dann habt ihr mehr davon. Der Wein hält sich lange. Ich kenne aber niemanden, der Weißwein trinkt. Ich kenne generell... Ach, Rainer, Marion wird schon Weißwein trinken. Ich kenne niemanden, der Wein trinkt. In meinem Freundeskreis trinkt man entweder Bier oder Schnaps. Also wenn es was Alkoholisches ist, meine ich. Ich kenne auch genug, die gar keinen Alkohol trinken. Winkler? Hä? Sekunde. Das kann doch nicht stimmen. Autsch. Das tut weh. Alter. Na Rainer, erzähl, was war denn gerade? Wer hat dich da angerufen und wen hattest du auf der Kurzwahltaste? Ohne Scheiß, das tut... Alter, das tut echt weh. Wenn mich die Neustädter Polizei anruft auf dem Handy und dann sich meldet mit Polizei im Skirchen. Und dann stellt sich heraus, dass das gar nicht die Polizei war, sondern irgendjemand, der irgendwie über deren Nummer... Alter, warum machen... Alter. Ganz ehrlich, das ist ja wohl so eine Aktion. Und da fragen sich die Leute, warum ich mich nicht mehr sicher fühle, Alter. Sowas wird ja nicht möglich sein. Hagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sau cool, vielen Dank. Das habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich vorhatte. Dass ich gleich auf die nächste Person reinfalle. Ich glaube, es hackt. Das Video ist übrigens hochgeladen. Geht etwa 18 Minuten, etwa 19 Minuten. Wer will, kann da mal reinschauen. Redest du von mir, Arthur? Weil wenn ja, dann blocke ich dich einfach. Dann hast du deine Ruhe. Dann blockst du den... Ja, lass den Bannhammer wieder kreisen, Reini. Alles gut. Und zum Thema Anrufen mit der Nummer von der Polizei gibt's halt... tatsächlich Möglichkeiten, wie man Rufnummern verschleiern kann, beziehungsweise dafür sorgen kann, dass dem auf dem Telefon dann eine andere Rufnummer angezeigt wird. Das funktioniert tatsächlich, wird auch in einigen Betrugsmaschen verwendet, wo dann die Opfer von der 110 zum Beispiel angerufen werden. Deswegen, das ist in der Regel Betrug. Das kann jetzt hier auch passiert sein, dass sich da jemand wirklich so eine Software geholt hat und dann Rainer da so ein bisschen verarscht hat, aber ich weiß nicht, also kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. So, einmal kurz die Checkliste bearbeiten. Ja, wir haben jetzt unseren Lehrauftrag für heute erfüllt. Sehr gut, da können wir weitermachen. Mal reinschauen. Alexa, schalte Licht im Arbeitszimmer auf blau. Das habe ich eigentlich schon vor dem Stream gefunden. Was zum... Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf blau. Grüße an die Alexa-Fraktion. Willst du mich verarschen? Alexa, schalte das Arbeitszimmer aus. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich habe eigentlich oft genug gesagt, wie ich dazu stehe, wenn man mich über Snapchat anruft. Ich finde es immer lustig, wie immer alle so meinen... wie kriegst du deine Haare so hin? Wie schneidest du deine Haare so blau? Ich antworte mal stellvertretend für ihn. Er schneidet sie sich mit der Bastelschere und ja, lässt sie dann so stehen, wie sie halt sind, nachdem er aufgewacht ist. Das ist eigentlich das Geheimnis hinter Rainers Haaren. Und halt möglichst wenig waschen, also maximal einmal in der Woche. Wo schneidest du deine Haare? Das ist alles Natur, Leute. Ich schneide meine Haare überhaupt nicht momentan.
Und ich sehe übrigens eigentlich, ich sehe immer so aus, wie ich aussehe, wenn ich aus dem Bett komme. Also sag ich doch. Und ich habe das noch nicht gesehen. Ich sag es doch. Ich tue mir die Haare nicht. Ich tue mir die Haare nicht schneiden, ich tue mir die Haare nicht kämmen, ich tue sie nicht bürsten, ich mache nichts. Wäre vielleicht mal besser, Reini. Vielleicht hättest du da nicht ganz so viele Knoten in den Haaren und man könnte da vielleicht noch mal was anderes draus machen, außer einem Vogelnest halt. Die einzige Pflegende an meinen Haaren, was ich wirklich mache, ist waschen. Mit einem Shampoo und einer Spülung, mit einer Kur. Das ist alles, was ich mache. Mehr mache ich nicht. Ansonsten ist das alles Naturhaar. Das ist alles echt. Und das ist alles auch so... Ja, mittlerweile kriegst du ja schon kahle Stellen, Reini. Und ich habe mir sagen lassen, das ist ein Anzeichen zum Beispiel für Diabetes Typ 2. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So viel zu, er hat kein Diabetes. So sein. Nur wenn ich sie wasche, schauen die anders aus. Dann sind sie immer so platt gedrückt. Ja, also hast du dir vorhin deine Haare ja doch nicht gewaschen, denn da lagen sie ja doch nicht eng an, sondern standen schon quer im Raum. Weil die dann durch das Wasser werden, sind immer so schwer. Mit Kirsche nennt sich übrigens Wikingerblut. So, Leute. Schmeckt auch gar nicht mal so schlecht, muss ich an dieser Stelle echt mal sagen. Schmeckt tatsächlich echt gut, aber anderes Thema. Wir sehen jetzt hier einen besiegten Wingel, der in seinem Stream sitzt, in der Kinderdisco und am Mana tanken ist. Für die, die es noch nicht gesehen haben, so sieht das aus. Ist aktuell ein bisschen schwierig, sieht man auch nicht mehr, also... Solche Phänomene sind tatsächlich sehr selten geworden, weil es halt bei Rainer halt räumlich nicht mehr geht. Oh Wunder, aber prägt euch diesen Anblick gut ein. Wir wissen nicht, wann wir es mal wieder sehen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Stream erst einmal. Vielleicht streame ich später nochmal, ich weiß es noch nicht, das wird sich zeigen. Das ist vernünftig, Reini. Das ist die erste vernünftige Ansage von dir, die ich heute höre. Wie gesagt, schaut mal in mein neues Video rein, da habe ich alles nochmal in Ruhe erklärt. Alexa schaut Nebel aus. Alexa schaut die Fernsehlampe an. Alexa schaut die Fernsehlampe auf blau. Dann machen wir eben grün. Alexa schaut die Fernsehlampe auf grün. Alexa schaut das Studio aus. Alexa schaut Schlafzimmer aus. Ja, gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, Rainer, denken, du und denken, das ist echt ein guter Witz. Mal haut rein und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, die Kiste werde ich probehalber erstmal geschlossen lassen. Ich will nämlich ausprobieren, ob die ein paar Tage lang sammelt. Und wenn die ein paar Tage sammelt, dann mache ich die bloß einmal die Woche oder so auf, weil dann habt ihr mehr davon. So, gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Ja. Ciao, Reini. Und damit haben wir es ja hinter uns. Und ich muss mich bei euch entschuldigen, dass das Video heute ein wenig kürzer wird. Ich schreibe nämlich nebenbei noch an meiner Abschlussarbeit und ich habe mir da jetzt halt mal so ungefähr eine halbe Stunde genommen, um für euch halt auch mal ein Video aufzunehmen, dass ihr nicht ganz leer ausgeht bei der ganzen Sache und dass ich auch mal ein kleines bisschen Ablenkung kriege. Deswegen, ich werde mich jetzt gleich weiter an meine Arbeit ransetzen und da würde ich sagen, machen wir an der Stelle Feierabend. Und natürlich, wie immer, wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche, ihr Lieben. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund oder wenn ihr krank seid, werdet schnell wieder gesund. Aber eine Sache, die noch viel wichtiger ist, tut bloß nichts, was der Rainer tut. Außer vielleicht atmen, aber nur ausnahmsweise. Medal of Honor.